Und wieder kam ein Gemälde nach Gotha, was eine besondere Beziehung zur Residenzstadt und vor allem Schloss Friedenstein hatte. Es geht um ein Porträt von Hans Adam von Stutnitz. Der lebte von 1711 bis 1788 und war über 50 Jahre in Diensten der Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg. Die machten ihn 1758 zum Oberhofmarschall, also den obersten Verwaltungsbeamten des Hofes. In der Funktion hatte er unmittelbaren Einfluss auf Hofkultur, Hofkapelle und höfisches Theater. Besondere Verdienste erwarb er sich mit der Gründung des Gotha Hoftheaters 1775, des ersten stehenden deutschsprachigen Hoftheaters. Auch deshalb war die Ersteigerung seines Porträts bei einer Auktion in Berlin eine Herzensangelegenheit für die Stiftung Schloss Friedenstein. Die konnte sich dabei erneut der Unterstützung durch die Ernst-von-Siemens-Stiftung, die Kulturstiftung Gotha und den Freundeskreis Kunstsammlung Schloss Friedenstein versichern, was Stiftungsdirektor Dr. Tobias Pfeiffer-Helke hervorhob. Es gibt ein sehr großes Engagement für die Museen hier in Gotha. Das ist nichts Normales, das ist etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Der Oberbürgermeister engagiert sich sehr stark für die Sammlungen, aber eben auch die sehr aktiven Freundeskreise unterstützen immer wieder Ankäufe, immer wieder Projekte, Erwerbungen, sind bei Restaurierungskampagnen mit dabei. Das ist außergewöhnlich und muss auch ganz besonders betont werden. Das Stutnitz-Porträt ist nun im Saal der Deutschen Malerei des Herzoglichen Museums zu sehen. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch klärte dann Gäste wie Medienmenschen auf, warum er sich über den Ankauf des Bildes freute. Aber vielleicht ist die Freude für mich ganz besonders ein Dreifaches, weil ich ja am Ende doch der eigentlich noch lebende Herr von Stutnitz hier im Gothaland bin. Denn die Freunde meines Vereins haben ja vor ungefähr 25 Jahren mit der Sanierung eines Bauwerks begonnen, was ihm zuzuschreiben ist, dem sogenannten Landhaus Stutnitz in Kreuch berichtete, dass dieses Porträt immer in Privatbesitz war und nur einmal vor 100 Jahren in Gotha öffentlich gezeigt wurde. Ein erster Versuch, es 2000 zu kaufen, scheiterte. 2021 habe er auch befürchtet, dass viele Bieter das Porträt ersteigern wollten, aber letztendlich ist das Interesse an Frauen auf Gemälden größer als an Männern auf Gemälden und deswegen ist es uns zugefallen. Und in der Familie wird er ja nur der Kakaomann genannt, weil er mit der Tasse Kakao da sitzt, ohne dass man diese wahre Geschichte dieses Mannes kennt, der für Gotha enorme Bedeutung hat. Und ich sag mal, das Bild hängt jetzt in der Mitte zwischen Stutnitz-Pyramide und Landhaus Stutnitz in Bechmar, ist das hier seine Depondos. Bisher habe man in Gotha nur eine kleine Druckgrafik des Stutnitz-Porträts gehabt, berichtete Dr. Friedegund Freitag, die stellvertretende Direktorin des Referats Wissenschaft und Sammlung. Umso größer sei die Freude gewesen, als man nun aufs Original Zugriff bekommen konnte. Über den Mann, der dieses Porträt schuf, den Maler Johann Wolfgang Ziesenis, sagte sie, dass er engen Kontakt zum Gothaer Hof gehabt hatte. Nicht zuletzt deshalb, weil er auch die Könige von England porträtiert habe. Pfeiffer-Helke hob dann noch einmal die kunsthistorisch neue Qualität dieses Bildnisses hervor, weil auch das dieses Porträt so besonders macht. Es gibt neben diesen ständischen Porträts, die Ziesenis gemalt hat für den Hochadel, gibt es auch eine Bildform, die genau in dieser Zeit entsteht. Die wurde früher immer so ein bisschen als das bürgerliche Porträt bezeichnet. Heute sprechen wir vom individuellen Porträt. Und genau dieser Typus, den finden Sie hier hinter mir. Sie sehen nämlich den Stutnitz ganz entspannt zurückgelehnt auf einem Stuhl, sitzend mit einer blauen Jacke an, mit Fell, der hat natürlich auch eine blaue Jacke darunter, dann mit einem Spitzenjabot ausgestattet und er stützt ganz leger und locker den Arm auf diesen Tisch, ja, und hält ein Buch in der Hand. Ja. Das sind sozusagen, es ist eine völlig andere Bildtradition, die eben in der Zeit entsteht, die auch die großen europäischen Hofmaler betreiben, also Antoine Penn in Preußen ist ein großes bedeutendes Beispiel in Berlin und in Potsdam. In Norddeutschland ist es Georg David Mathieu, in Paris ist es Alexander Roslin. Es gibt einen Superstar, was diesen Typus anbelangt. Und dieser Superstar, der sich dann im 18. Jahrhundert entwickelt, eines sehr natürlichen, individuellen, ganz persönlichen Porträts, angeregt durch die Rezeption der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, die man in den großen Gemäldegalerien studieren konnte. Der Superstar dieser Zeit war Anton Graff. Und Anton Graff hat das Gemälde von Eckhoff gemalt.
sodass sie also wunderbar jetzt, also nicht nur zwei bedeutende Gotha in einem Raum unmittelbar nebeneinander vergleichen können, die sich ja, wie wir ja heute Morgen schon gesagt haben, auch jeden Tag wahrscheinlich im Schlosshof oder auf den Straßen Gothas begegnet sind und wahrscheinlich auch miteinander im Austausch standen, sondern wir haben zwei Vertreter der europäischen Porträtmalerei des 18. Jahrhunderts unmittelbar nebeneinander hängen, die eigentlich zur Upper Class der Porträtmalerei des 18. Jahrhunderts gehören. Also genau. Wie schon erwähnt, kam der Ankauf nur zustande, weil die Ernst-von-Siemens-Stiftung, die Kulturstiftung Gotha und der Freundeskreis Kunstsammlung Schloss Friedenstein tief in die Taschen bzw. Kassen gegriffen hatten, damit man bei der Auktion erfolgreich sein konnte. Der Mann der Tat und des Tages an jenem 2. Dezember 2021 war Klaus Kleinstäuber, der Vorsitzende des Freundeskreises Kunstsammlung, den deshalb Oskar am Freitag TV vor die Kamera bat. Herr Kleinstäuber, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir den Herrn Stuttnitz angucke, dass der uns beide gerade anschaut und unter Kontrolle hat. Wie geht es Ihnen, nachdem Sie jetzt das Bild hinter sich haben, wie geht es Ihnen mit dem neuen Bild hier in der Ausstellung? Ich bin erst mal heilfroh, dass wir dieses Objekt jetzt hier geschafft und realisiert haben. Denn es ist für den Freundeskreis schon ein ganz erheblicher Brocken, um es mal so rum zu sagen, also aus finanzieller Sicht. Gell. Wir sind hier im Prinzip ein relativ kleiner Verein, haben zwar sehr, sehr viele Leute, wir sind 230 Mitglieder, aber eben finanziell sind wir nicht so dargestellt wie viele Vereine, sag mal, in Westdeutschland. Und für unsere Verhältnisse ist das jetzt hier ein Brocken, um es mal so rum zu formulieren, der auch ein richtiges kleines Loch in unsere Kasse reinwirft oder verursacht. Gell. Aber wir sind stolz darauf, das geschafft zu haben, weil das wirklich ein Gemälde ist, das musste nach Gotha, das ging gar nicht anders. Da hängt es ja sehr besonders aufgehängt, nämlich die beiden, die ja miteinander sehr viel zu tun haben, die hängen jetzt nebeneinander, Eckhoff und von Stuttnitz. Mhm. Die Geschichte, die dahinter steckt, die ist ja sehr spannend. Können Sie uns die nochmal erzählen? Ja, also im Prinzip der Hans Adam von Stuttnitz ist ja 1758 Oberhofmarschall geworden, ja? Und das Gotha Hoftheater ist anfänglich so 1770 gegründet worden. 1774 ging es dann richtig los. Und er war ja eigentlich dafür zuständig, sag mal, alles jetzt zu organisieren, das Leben des Hoftheaters ins Laufen zu bringen, also das Ganze drum und dran, sag mal, zu machen. Und Konrad Eckhoff war natürlich derjenige, der das inhaltlich dann zu gestalten hatte. Und an den Aspekt sind das die beiden Protagonisten, denen wir eigentlich das Gotha Hoftheater zu verdanken haben. Die gehören einfach zusammen und sind jetzt wieder nach ein paar hundert Jahren zusammengeführt worden. Das Bild von Stuttnitz war über lange Zeit im Privatbesitz, ja. War sozusagen aus dem Blickwinkel auch aus Gotha-Perspektive raus. Mhm. Dann ist es ja voriges Jahr bei einer Auktion in Berlin wieder aufgetaucht. Daraus entwickelte sich ja dann dieser Zukauf, den Sie realisiert haben. Sie haben das am Ende umgesetzt. Sie haben am Telefon gesessen und am Internet und haben diese Auktion begleitet. Wie spannend ist das? Also hat man da ein Kribbeln in den Fingern? Oder? Da hat man schlimmes Kribbeln. Man weiß ja nicht, wo es finanziell hingeht. Es ging ja los bei 18.000 war der Start. Und keiner wusste, wo endet es. Und ich wusste ja, man muss ja immer das Aufgeld noch sehen. Hier gibt es ja 30% Aufgeld. Ich wusste, ich kann irgendwie so bis gut 30.000 gehen. Und natürlich, nachdem wir schon bei 24 waren und der andere noch nicht aufgegeben hatte, wurde es dann langsam knapp. Aber wir haben Glück gehabt. Der andere hat dann aufgegeben, sodass ich dann im Prinzip für 25 noch irgendwas gekriegt habe. Was dann mit dem Ausschlag und dann mit dem Aufgeld waren es dann knapp 31.000. Ja. Wer hat Ihnen denn das Limit gesetzt? Also man wird ja dort bei so einer Auktion auch dann, wenn man im Auftrag so ein Angebot dann einholt, wird man ja auch dann limitiert, wird gesagt, bis dahin geht's. Bis wohin wäre es denn gegangen? Ja. Na gut, wir hatten in der dritten Novemberwoche des letzten Jahres eine Abstimmung mit den Herrn Hörnes von der Ernst-Siemens-Stiftung und mit dem Knut Greuch jetzt hier von der Kulturstiftung. Und dort ist das einfach verhandelt worden und gesagt, wir können gehen bis gut 40.000 unter der Maßgabe, dass die Kulturstiftung 10.000 gibt, wir 10.000 geben und die Ernst-Siemens-Stiftung hätte im Maximum so knappe 25 gegeben. Und das war mein Rahmen, an den ich mich zu halten hatte. Das, was jetzt sozusagen über ist, wird Ihnen das bei der nächsten Auktion gut geschrieben oder wie läuft das in solchen Kreisen wie bei Ihnen? Das ist einfach vergangen. Okay. Sie sind ja nun schon seit vielen Jahren der Vorsitzende des Vereins, Freundesvereins. Wie oft haben Sie solche Aktionen schon mitgemacht? Das ist jetzt die vierte Auktion, die ich da mitgemacht habe. Wir haben zweimal Porzellan gekauft, das Hochzeitsservi. Mhm.
und einmal ein Gemälde schon. Aber da waren die Summen, also gut, bei den ersten Porzellanaktionen, das waren auch 17.000 Euro. Die anderen Aktionen waren kleiner. Mhm. Letzte Frage. Wenn man in solchen Kreisen wie Sie jetzt unterwegs ist, dann hat man doch sicherlich auch sowas wie einen Wunschtraum, ein Bild oder irgendwas, was man erwerben möchte. Gibt es das für einen kleinen Stäuber? Das gibt es immer. Sogar ganz aktuell, aber nicht erreichbar. Okay. Bei der Aktion Koller in Zürich ist im Augenblick ein Balthasar van der Ast, ein Stillleben. Das ist so mit für mich das Schönste, was es gibt als Gemälde. Aber leider wird so weggehen, wahrscheinlich 200.000, 300.000. Und damit für uns unerreichbar. Wer weiß, aber ein Traum wäre es. Wer weiß, Träume erfüllen sich. Herr Kleinstäuber, ich danke für das Gespräch. Bitte, bitte. Ich bedanke mich auch. Mehr Beiträge finden Sie jetzt auf unserem Kanal.